Also hier nochmal die Abbauanleitung von dem Zelt. Also erstmal nimmt man natürlich hier oben die Stangen raus, ist ja logisch. Das sollte offen bleiben, also ich würde es nicht zumachen. Dann diese Seite so auf den Boden stellen. Und dann ist wichtig, dass diese Seite praktisch hier rüber geht, wobei man das hier runter drückt. Also man drückt es hier runter und dann faltet sich diese Seite so rein. Also man muss hier ein bisschen gucken, dass sich das hier praktisch reinfaltet. Muss hier ein bisschen drücken, bumm, so. Und jetzt hat es schon verloren. So. Dann mache ich hier natürlich rein. So. Dann würde ich hier zwei Wäscheklammern hin tun und würde es so verpacken. Sollte man das doch noch in diese Packung hier reintun wollen, kann man natürlich das hier so hinlegen, egal wie rum, und rollt dann praktisch das hier so ein. Und dann ergeben sich hier zwei solche Kringel, die man praktisch so übereinander legen kann. Das ein bisschen rumkringeln. Da biegt man das Ding sich auch ziemlich so. Da kann man diesen Gummi drüber machen. Und dann kann man versuchen, das Ding jetzt hier noch ein bisschen reinzustecken. Also ganz reinkriegen wird das nicht. Das muss auch nicht sein. Irgendwie so. So reicht es auch schon zum Aufheben. Zum Aufbauen. Ja, ganz logisch. Genau, einfach andersrum. Zack. Boden, so, und dann müssen wir hier rausziehen, also hier, fertig ist es. So, das war's, viel Spaß.